Das Konzeptwerk Neue Ökonomie steht für eine neue Wirtschaft. Von allen, für alle, ökologisch und sozial. Wir haben das Konzeptwerk 2012 gegründet, um Ideen und Visionen für eine solche Wirtschaft zu entwickeln und zu verbreiten. In den ersten 10 Jahren sind wir von einem Team mit 8 Ehrenamtlichen zu einer Organisation mit rund 25 MitarbeiterInnen gewachsen. Ziel der Wirtschaft sollte sein, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Davon sind wir derzeit meilenweit entfernt. Die Wirtschaft ist instabil und undemokratisch, sie erzeugt Reichtum für wenige, aber Armut für die allermeisten und sie zerstört unsere Lebensgrundlagen. Daher schaffen wir Räume, in denen Alternativen zum kapitalistischen Wirtschaften diskutiert und ausprobiert werden können. Soziale Ungerechtigkeiten, ökologische Krisen und Politikverdrossenheit. Was brauchen wir, um all dem zu begegnen? Welche Fähigkeiten, welche Informationen und wie kommen wir dazu? In unseren Bildungsangeboten, wie zum Beispiel Workshops, Konferenzen oder auch Bildungsmaterialien, wollen wir Menschen Zuversicht geben, Gesellschaft mitzugestalten und zu verändern. Wir stärken gesellschaftlich wichtige Themen, wie zum Beispiel Sorgearbeit, Postwachstum und Klimagerechtigkeit. Ein wichtiger Meilenstein im Sommer 2020 war dabei das Buch und der hybride Kongress Zukunft für alle – eine Vision für 2048. Wir entwickeln nicht nur Konzepte für eine neue Ökonomie, wir probieren sie auch aus. Unsere Arbeitsweise ist selbst ein Beispiel, wie eine soziale und ökologische Wirtschaft aussehen kann. Im Konzeptwerk arbeiten wir als Kollektiv. Das heißt, wir haben keine Chefin und unsere Entscheidungen werden gemeinsam im Plenar im Konsens getroffen. Das heißt, es finden keine Mehrheitsentscheidungen statt. Wir kommen mit dem Fahrrad und dem ÖPNV ins Büro und finanzieren keine Flugreisen. Wir arbeiten nicht gewinnorientiert und unsere Publikationen stehen zum Download frei zur Verfügung. Und wir kochen füreinander und alle sind mal dran, das Büro zu putzen. Wir arbeiten alle in einer kurzen Vollzeit. Das heißt, die meisten Menschen im Konzeptwerk arbeiten zwischen 20 und 30 Stunden die Woche. Und unsere Bezahlstrukturen sind bedürfnisorientiert. Innerhalb von Konzeptwerk treiben wir einen machtkritischen Prozess voran, indem wir uns mit unseren eigenen Positionierungen, Konfliktverhalten und Arbeitsstrukturen auseinandersetzen. Nach außen heißt das, dass wir bei unseren Veranstaltungen die Positionierungen unserer SprecherInnen berücksichtigen und solidarische Teilnahmebeiträge anbieten. Im Juli 2022 haben wir zu unserem 10-jährigen Bestehen ein großes Fest mit unseren Familien, FreundInnen und KooperationspartnerInnen gefeiert. Es war ein schöner Moment, um zurückzuschauen, innezuhalten und gemeinsam nach vorne zu blicken. Ich wünsche mir, dass das Konzeptwerk weiterhin Leute zusammenbringt, Bewegungen zusammenbringt. Dass sie weiter den Platz finden, Räume zu schaffen, wo tatsächlich Alternativen sichtbar werden, wie wir auch anders leben können. Wo neue Ideen entstehen können für eine bessere Gesellschaft und hoffe, dass sie das noch die nächsten 10 Jahre weitermachen können. Dort weitermachen, wo sie gerade ansetzen, nämlich intersektionaler zu denken, die Welt aus mehr Perspektiven neu zu denken und so viel wie möglich mit reinzunehmen, um eine gute Zukunft für alle zu ermöglichen. Hilf uns weiterzumachen. Spende jetzt fürs Konzeptwerk. Oder noch besser, werde Förderin und unterstütze uns regelmäßig.